Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 153 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, wir waren hier im hohen Norden am Wrack der Stolz von Tel Vos. Da müssen wir auch eigentlich noch was machen, um die Quest abzuschließen. Nochmal mit irgendwem reden, den ich, glaube ich, auf der Karte gar nicht entdeckt habe. Aber wie dem auch sei, eigentlich interessiert uns die Schriftrolle der Alten und dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg. Schauen wir mal, was passiert. Denn das hier war halt mit diesem Wrack eine Nebengeschichte. Ist zwar auch eigentlich sehr interessant, da geht es halt um ein Haus der Dunmer, also sprich von Morrowind. Ich glaube Telvanni, wenn ich mich nicht irre. Und das hatte in Morrowind, da bin ich mir recht sicher, auch eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich auch eine nicht unerhebliche. Da muss man ja mehrere Häuser davon überzeugen, ja, dass sie einen akzeptieren sozusagen. Und insofern interessante Geschichte. Okay, ist auch nicht weiter schlimm. Interessante Geschichte, aber interessanter ist für uns jetzt aktuell hier in unserer Situation natürlich die Schriftrolle der Alten, die wir finden müssen. Ja, wo? Um letztendlich dann den... Ach, verdammte Axt. Alduin besiegen zu können. So heißt er doch, oder? Alduin. Ja, ich glaube, so heißt der... Der Drache, der hier alle Drachen wieder auferstehen lässt. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich verwechsel halt echt oft irgendwelche Rollenspielcharaktere. Dann aus irgendwelchen... Pen-and-Paper-Rollen spielen oder sonst was. Aha. Ah, das ist ja sogar das, was wir suchen. Interessant. Stimmt, Septimus Signus, das war ja dieser, sagen wir mal, interessante Mensch, der interessante Bücher schreibt, die für Normalsterbliche nicht ganz so zugänglich sind. Aber wir sind ja kein Normalsterblicher. Ah, da ist er. Dann stecken wir nochmal die Waffe weg. Ist vielleicht freundlicher zur Begrüßung. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant aus. Wahrscheinlich Dwemer-Werk, oder würde ich mal vermuten. Sieht sehr nach Dwemer-Werk aus. Grabt Dwemer in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Ja, das scheint er zu sein. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ah ja. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Ist alles in Ordnung? Oh, ich bin wohlauf und werde wohl wohlauf sein. Dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus,
Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Ja, sehr weiser Mann. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Zwingt mich nicht, euch weh zu tun. Sagt mir einfach, wo sie ist. Naja, ich frag ihn mal, ob er helfen kann oder nicht. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Wer hätte das gedacht? Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dreamer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Boah, okay. Und jetzt kann ich den noch tausend Sachen fragen, wo die Gespräche mit dem so angenehm sind. Was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dreamer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Was mache ich mit diesem Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand. Wie im Falle von Septimus. Die Dreamer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück. Auf das Septimus von Neuem lesen möge. Wozu braucht ihr die Schriftrolle der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dreamer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit. Euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr.
Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Was ist eine Schriftrolle der Alten? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Ja, okay. Das war ja mal mehr als interessant. Den hat es schon ein bisschen mitgenommen, aber andererseits hat er doch auch irgendwie noch einen ganz guten Überblick. Einen ganz guten Überblick über das, was geschehen ist, nämlich dass er selbst wahnsinnig geworden ist durch die Schriftrolle. Wobei wahnsinnig ja auch relativ ist. Wahrscheinlich macht das alles absolut vollkommen Sinn. Aha, jetzt müssen wir da hin. Da. Dorthin. Ich fröstel's schon wieder hier. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssten jetzt in eine Dwemer-Stadt oder in Dwemer-Dungeon oder wie auch immer eindringen. Aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Das werden wir sicherlich bald erfahren. Gucken, ob ich noch halbwegs... Nee, nicht so wirklich auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal irgendwie da raufkommen. Ja, ich wollte nicht mit dir kämpfen, Hawker. Keine Sorge. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist ja auch schon wieder interessant. War ich hier schon vielleicht? Wieso wurde hier irgendwas freigelassen? Veränderung verbessert. Stufenfortschritt. Aha. Aha. Und wen haben wir hier? Talos. Schrein von Talos. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Talos Segen macht, aber macht ja auch nichts. Wen haben wir hier? Den Kaiu. Sehr schön. Ach so, Stufenaufstieg. Da war ja noch was. Ich nehme mal Ausdauer tatsächlich. Schießkunst ist, glaube ich, nichts mehr drin im Moment. Ja, für den brauchen wir 100. Sch-
schleichen. Ist wahrscheinlich auch nicht viel drin. Ah, was ist hier? Meuchelklinge? Ja, Dolche. Nutzen wir eigentlich nie. Und Schattenkrieger erfordert auch 100. Werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr entdeckt. Das wird interessant dann. Experte. Erfordert 75, wir haben 73. Goldene Hände. Mehr Goldstücke in Truhen. Mehr Goldstücke in Truhen finde ich jetzt gar nicht so interessant. Knacken, ohne entdeckt zu werden. Mhm. Also ganz ehrlich, hier frage ich mich jetzt gerade, was bringt mir das? Ich muss das Ding erst knacken und dann bekomme ich ein Abbild des Schlüssels? Ich glaube, ich spare mir den Punkt mal auf und schaue, ob ich hier noch... Also früher oder später werden wir ja Schlösser knacken bestimmt noch verbessern. Wenn wir es noch um 2 Punkte verbessert haben, dann machen wir da die nächste Stufe. So, das sieht schon wieder verdächtig nach Winterfeste aus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Fällt gerade wieder ein, wir hatten ja auch mal ein Pferd, ne? Das ist jetzt aber wieder verschollen. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass es irgendwann auch wieder auftaucht. An Kämpfen mit Tieren habe ich gerade weniger Interesse. Sieht eigentlich ganz okay aus vom Weg her. Noch ein Schrein, meine Güte. Ganz schön schreinig der Weg. Ist wieder Talos. Mal nochmal zu ihm beten. Hier ist nichts. Schade, das sah so interessant aus irgendwie. Das ist echt eine unglaubliche Gegend. Halftand. Oh Mann, an Halftand kann ich mich erinnern. Das heißt, wir können... Ah. Ah, ha, 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 ha. Es gab in Halftand noch irgendwas, es gab da einen Fahrstuhl, mit dem sind wir raufgefahren. Und es gab aber auch irgendwie noch einen Bereich, der nicht zugänglich war für uns. Dann ist das wahrscheinlich der Bereich, in dem wir die Schriftrolle finden können. Und dann hoffe ich mal, dass dieser Bereich jetzt zugänglich für uns ist. Sonst wäre das Ganze ein bisschen witzlos. Good old mountain climbing. Ja, wobei, das ging ja jetzt ganz gut. So,
nur leider gar nicht der Punkt, wo wir hin müssen. Ich hatte irgendwie gehofft, das wäre schon Alftand. Da war noch eine... irgendeine Ader, irgendwas. Aber ich... Oh, Schloss knacken. Okay, machen wir. interessant. Gering, Stärke, Geldbeutel, ja, gut. So, richtige Richtung? Nee, komplett falsche Richtung. So, die Richtung eher, ne? Auch noch gar nicht mal so ganz. Eieiei. Nicht schön. Okay, ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal da rumgehen. Ah, Moment. Denn hier jetzt Schattenstollen Refugium und zack, werden wir angegriffen von der silbernen Hand. Lasst uns doch in Ruhe. Lernen die einfach nicht. Keine Schätze der silbernen Hand. Ist noch ein Turm. Vielleicht gehört er auch noch zu denen. Läuft zwar noch Kampfmusik, aber für ein bisschen Schlossknacken zwischendurch sollte es reichen. Ja, ich nehme den mal mit, weil ich mir fast vorstellen könnte, dass wir den gleich wieder abwerfen werden. Ah, da. Banditenanführer. Ich mag nur keine Nahkämpfe, deshalb erledige ich alle Leute, bevor sie an mich rankommen. Der ist eigentlich uninteressant. Fässer sind uninteressant. Orkische Pfeile, die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Die Richtung stimmt leider nichts. Wir müssen exakt nach Osten. Ich nehme mal lieber hier. Obwohl. Ich wollte gerade sagen, ich nehme am liebsten hier einen Weg, der möglichst hoch liegt. Ihr wisst ja, worauf das jetzt wieder hinauslaufen wird.
Hier geht's auch nicht. Läuft. Also wir müssen nicht darauf, ne? Nee, müssen wir eigentlich nicht. Ich weiß halt nur nicht, hier geht es jetzt wieder ganz massiv runter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir tendenziell schon eher oben bleiben müssen. Fliegt was Großes. Ich hoffe, es war nur ein Vogel. Für einen Drachenkampf fühle ich mich hier jetzt nicht unbedingt vorbereitet. Was gehen. Ja. Okay. Gut. Ja, ist eigentlich genau richtig so. So, wahrscheinlich jetzt doch wieder hier runter. Ja. Da ist Alftant. Das hat doch fast gut geklappt und wir hätten doch unten rumgehen können. Aber egal. Obenrum ist immer spannender. Guten Tag zusammen. Jäger, ja, das dachte ich mir. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Ja, jetzt ist alles klar. Ich glaube, das hier ist auch direkt der, na, sag schon, Fahrstuhl. Ja. Ja. Jetzt geht's da nämlich weiter. Dann haben wir jetzt von dem verrückten Mann das bekommen, was wir brauchen, nehme ich mal an. Schlüssel. Naja, das dürfte ja automatisch funktionieren. War das Arondil? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden es sehen. Ich glaube fast, ich mache das in der nächsten Folge. Ich muss gestehen, ich habe im Moment keinen zweiten Monitor mehr am Rechner angeschlossen. Ich weiß also nie so genau, wie lange ich schon aufnehme. Ich könnte da natürlich mir irgendwie mal was ausdenken, habe ich aber noch nicht. Vielleicht wird es jetzt mal eine eher kurze Folge, dafür waren die letzten beiden sehr lang. Also, wir bleiben erstmal hier stehen und in der nächsten Folge geht's weiter runter in Alftant. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Vor dem Dwemer-Mechanismus. Macht es gut. Ciao.